Ja, herzlich willkommen zum neuen Video vom Modellbauchecker. Heute bin ich auf der Modellbaumesse in Erfurt und da war ich ja letztes Jahr schon und war sehr begeistert und heute bin ich wieder hier. Und wie man sieht, es sind schon relativ viele Besucher hinter mir und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was uns hier geboten wird und wenn ihr das auch sehen wollt, dann geht's gleich los nach dem Intro. Bis gleich. Wahnsinn! Ja, wenn das offen ist. Das ist ja toll. Genial. Eine richtig schöne Mechanik. Oh, Wahnsinn. Wenn man einmal damit angefangen hat, ja, dann kann man nicht mehr aufhören. Genau, das ist klar. Deko und Samtenwort, ne? Ja. Die sind ja cool. Ah, ihr wart letztes Jahr schon da, ne? Ja, ja, klar. Das ist ja toll. »1910«. Jo. Das ist ja natürlich ein Schmuckstück. »1890«, das ist ja Wahnsinn. Thank you.
cool. Totale Designs, Details. Ist der neue oder ist das noch ein gutes altes Stück? Altes Stück. Wie alt? Da muss gerade nur noch grad. Stimmt so alt wie ich. Ich wollte jetzt nicht sagen. Ich wollte jetzt nicht sagen. Morgen Nacht vorbei. So, guck mal. Ob der Ruder was gebracht hat. Oh, guck mal, wie der fliegt. Volltreffer. Das ist eine witzige Sache. 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 Und ich sag mal,
3, 2, 1, Start! Hier besteht natürlich die Gefahr, dass man einfach mit dem Propeller an dem Seil hängt. Umso wichtiger ist es, dass man genau anfliegt auf den Ballon und entsprechend auch nur den Ballon trifft und nicht das Seil. Da die Piloten und Lenkkegel da laufen einfach raus, die werden der Gefahr ausgesetzt hier und müssen das wieder entwickeln. Und man sieht aber auch, wie schwierig es ist, tatsächlich diesen kleinen Ballon exakt zu treffen. Thank you.
Einmal negativ.